Verliert ein Reifen Luft, zum Beispiel nach dem Überfahren eines spitzen Gegenstands, so kann das Fahrzeug bei höheren Geschwindigkeiten außer Kontrolle geraten. Der Reifen verfügt nicht mehr über die notwendige Seitenführungskraft. Das Fahrzeug schlingert. Das kann zu gefährlichen Situationen führen. Und in jedem Fall muss das Rad gewechselt werden. Das ist unangenehm für den Fahrer. Das beste Reserverad ist jenes, das man nicht braucht. Reifenpannen sind so selten geworden, dass ein Großteil aller Ersatzräder, die Autohersteller in den Kofferraum gelegt haben, am Ende eines Autolebens unbenutzt beim Verwerter landet. Es nimmt viel Platz weg und ist schwer. Kilos, die man unnütz spazieren fährt, kosten Kraftstoff. Aus diesen Gründen suchten die Autohersteller schon lange nach einem vollwertigen Ersatz für das Reserverad. Zu den Alternativen zählen kleinere und leichtere Noträder und Pannensets, mit denen ein defekter Reifen abgedichtet und wieder aufgepumpt werden kann. Was allerdings äußerst kompliziert ist und nur bei kleinen Undichtigkeiten funktioniert. Beim Notrad muss der Autofahrer zudem weiterhin das Rad wechseln. Das Beste wäre also ein Reifen, mit dem man auch dann noch weiterfahren kann, wenn er platt ist. So kam es zur Entwicklung unterschiedlicher, konkurrierender Systeme. Im von Michelin entwickelten Pax-Reifen befindet sich ein Stützring aus synthetischem Gummi, der im Pannenfall der Lauffläche des Reifens Halt gibt. Dazu braucht man allerdings spezielle Felgen. Das hat mit dazu beigetragen, dass sich das System nicht durchsetzte. Gleiches gilt für das Conti-Support-Ring-System, bei dem ein leichter Metallring den Reifen bei Luftverlust unterstützt. Der sogenannte Run-Flat-Reifen, hier spielte BMW eine Pionierrolle, ermöglicht dagegen das Fahren ohne Druck im Reifen und das mit konventionellen Felgen. Es handelt sich um einen Reifen mit verstärkten Flanken, der selbst bei totalem Luftverlust nahezu die gleiche Form behält wie bei einem intakten Reifen mit werkseitig vorgegebenem Druck. Die Steifigkeit des Run-Flat-Reifens ist so hoch, dass der Autofahrer kaum etwas von einem Luftverlust bemerkt. Das ist ein Grund dafür, dass der Gesetzgeber generell bei der Ausrüstung mit Notlaufreifen ein automatisches Reifendruckkontrollsystem vorschreibt. Wer sich an das im Pannenfall vorgeschriebene 80 km die Stunde Limit hält, kann selbst bei voller Zuladung damit rechnen, dass der Reifen bis zu 200 km hält, bevor ihm durch die Balkarbeit verursachte starke Hitzeentwicklung endgültig den Garaus macht. Die Reifendruckkontrolle kann über einen im Reifen verbauten Sensor erfolgen. Überwiegend erfolgt die Druckkontrolle jedoch mit Hilfe der Sensorik des ABS-Systems. Run-Flat-Pneus haben aber auch Nachteile. Die steifen Flanken verschlechtern den Abrollkomfort erheblich. Hersteller befinden sich in einem Zielkonflikt. Auf der einen Seite steht der Komfort, auf der anderen Seite eine möglichst lange Notlaufstrecke. Im Laufe der Entwicklung, das haben die letzten Jahre gezeigt, sind Run-Flat-Reifen deutlich geschmeidiger geworden. Aber das alleine reicht offensichtlich noch nicht, um sich flächendeckend durchzusetzen. Außerdem sind die Sicherheitsreifen deutlich schwerer und teurer als konventionelle Pneus. Und bei der Montage von Run-Flat-Reifen sind, ebenso wie beim Montieren von UHP-Reifen, den Ultra-High-Performance-Reifen mit einem Höhenbreitenverhältnis von 50 oder weniger, eine angepasste Montagemaschine und das dazugehörende Know-how Voraussetzung für ein fehlerfreies Ab- und Aufziehen der Reifen. Nachdem der Druckabbau des Restdruckes durch das Herausschrauben des Ventileinsatzes erfolgte, wird zuerst der obere Wulst von der Felge gedrückt. Am einfachsten werden die Demontage- und Montagepositionen mit der Anzeige einer Uhr bestimmt. Das Ventil hat die 12-Uhr-Position und mit dem Abdrücken beginnt man auf der Position 3 Uhr oder 9 Uhr, um einen eventuell vorhandenen Drucksensor nicht zu beschädigen. Dabei sollte die Abdrückschaufel maximal 10 mm entfernt vom Felgenhorn angesetzt werden.
Alle Arbeiten am Reifen, also auch schon die Demontage, erfolgen unter reichlichem Einsatz von Breitreifen-Montagepaste. Hier wird eine selbstaufschäumende Paste verwendet. Beim Abdrücken sollte die Schaufel pro Seite, also am oberen und am unteren Wulst, jeweils 3 bis 4 Mal angesetzt werden. Die Abdrückkraft ist dabei maschinenseitig begrenzt. Danach erfolgt das Aufsetzen und Verspannen des Rades auf den Montagetisch, wobei das Ventil nach oben zeigt und in einer beliebigen Position stehen kann. Die Randfelge immer von außen spannen, dazu die Spannklauen auseinanderfahren. Bei diesem Gerät kann ich die Klauen kurz wieder zusammenfahren, um dann das Rad aufzulegen